Tag zusammen und herzlich willkommen hier auf Unart Live TV, mal wieder aus der Kau in Gelsenkirchen. Ich sitze hier heute Abend mit Christoph Sieber. Richtig. Danke, das habe ich schon mal gut erkannt an dem Punkt. Nö, das war's schon, mehr wollte ich nicht. Bevor ich zu dir komme, ganz herzlichen Dank an Emshertainment, an das Team der Kau, was wieder ganz, ganz lieb und ganz hervorragend mit oder uns hier heute Abend empfangen hat. Und natürlich auch an deine Agentur, ja, wenn ich darf. Ja, gerne. Ja, klar. Das heißt, das ist der Jörg Schmidt von der Agentur Null Probleme, richtig? Ja. Ja, möchte ich mir auch bedanken, weil der hat es ja hier möglich gemacht. Sage ich auch mal danke. Ja, ne, macht Sinn. Christoph, dein aktuelles Programm heißt Alles ist nie genug. Mhm. Du bist Jahrgang 70, Anfang 70. Abi mit 1,9 Promille habe ich gelesen. Richtig, kommst aus Balingen. Balingen hat 368 Einwohner je Quadratkilometer. Ein Wagenmuseum und dich. Auch richtig. Keine Ahnung, weil ganz ehrlich, ich habe da nie gelebt. Ich bin da geboren. Nein, ich bin da geboren. Echt? Und dann sind meine Eltern mit einem halben Jahr umgezogen in das schöne Niedereschach. Und das ist wirklich ein Juwel im Süden des Landes, im schwäbisch-badischen Grenzgebiet. Bin gespannt, was du hier hast. Was ich da jetzt habe? Wir haben ein bisschen geguckt. Wir wollten dir ein klein wenig die Heimat hier hinholen in Pott. Und zwar kulinarisch. Das haben wir selber gemacht. Ist eigentlich der allererste Versuch. Ich kann nicht sagen, ob es gelungen ist. Die ersten Tests heute Mittag haben gezeigt, es ist gelungen. Und zwar, das nennt sich für den Nichtschwaben Nonnenfürzler. Habe ich richtig ausgesprochen? Nonnenfürzler, ja. Ja. Habe ich noch nie gegessen in meinem Leben. Echt? Nee. Das soll ein typisch schwäbisches Gericht sein, hat auch kaum Kalorien, so wie wir das zubereitet haben. Also es wurde Fett frittiert, also super. Und das, wenn du im halben Jahr da weg bist, dann sagt dir das nichts, oder? Doch, das ist das Balinger Wappen. Genau. Also das kenne ich noch. Und das andere, was ist das hier? Das ist etwas aus deiner Geschichte. Wofür kann das F stehen? Ach, das ist vollkommen Hochschule. Ja, alles klar, genau. Jetzt habe ich es verstanden. Ich hatte irgendwie gedacht, das ist eine Fahne noch. Ah, ja. Ja, super. Also Nonnenfürzler, noch nie in meinem Leben gegessen. Ich habe schon mal gehört, dass es das gibt. Okay. Aber es soll typisch schwäbisch sein, habe ich mir sagen lassen. Ja. Also du darfst gerne probieren. Die sind nicht zum Angucken da. Und hast du Angst? Ich weiß nicht, ob... Ja, ich dachte, wir wollten danach noch ein Interview machen. Deshalb... was habt ihr da reingemacht? Ist das... Ich kann jetzt in einen beißen, wenn du denkst... Das sind im Prinzip... das ist lecker. Also das ist ja wie wo kennt man das her eigentlich so? Das ist vom Weihnachtsmarkt. Ja. Mutzenmann. Ja. Haben die Holländer nicht auch sowas? Heißt das nicht bei denen so Ütjes oder sowas? Kann heißt sein. Das bei denen immer? Also es soll typisch schwäbisch sein. Ist lecker. Wir haben es mal versucht. Allerdings das Fett, wie wir jetzt im Nachgang gesehen haben, die haben wir heute Mittag frisch zubereitet. Das ganze Haus riecht jetzt auch nach Nonnenfürzle. Da war mehr Puderzucker drauf, der ist eingezogen. Gut. Ich hoffe trotzdem, dass du ein bisschen Spaß vielleicht im Anschluss an die Aufführung heute hast. Aber absolut. Da lade ich nur Leute dazu ein. Ja, das reicht dann auch. Also kalorienmäßig ganz locker. Da kommst du mit 5, 6 Mann durch. Du hast Pantomime studiert, deshalb auch das F für die Folkwang-Universität in Essen. Also du kennst ein bisschen den Ruhrpott. Hast aber nie als Pantomime gearbeitet wirklich. So wie ich das rausbekomme? Ah, so ein bisschen schon. Ich habe am Opernhaus in Essen habe ich gearbeitet, im Hintergrund, weil die Opernsänger ja immer nur singen können und sich nicht bewegen können. Die stehen ja immer nur vorne. Und dann gab es verschiedene Regisseure, die uns immer gebeten haben, im Hintergrund ein bisschen Action zu machen, damit das Publikum nicht das Gefühl hat, dass gar nichts passiert. Und das haben wir 3 oder 4 Spielzeiten haben wir das auch gemacht. Wirklich als Pantomime da im Hintergrund haben wir entweder jongliert oder irgendwelche akrobatischen Sachen gemacht. Hauptsache, es passierte was. Das war dem Regisseur wichtig. Aber eigentlich da wirklich gearbeitet habe ich da nicht. Ich habe im Zirkus gearbeitet 2 Jahre in Unna, im Zirkus Travados. Das ist so ein Kinder- und Jugendprojekt. Die haben mich entdeckt irgendwann mal. Und die brauchten, das war eigentlich der Anfang meiner Karriere als Affe. Die brauchten einen Affen. Die haben... Die Idee war... ja, ich erzähle das immer so gerne, weil es so doof klingt, aber die Clowns sollten einem ausgebrochenen Affen aus dem Zoo begegnen. Ne? So, und da hatten sie so ein Affenkostüm sich bestellt im Internet und hatten dann aber gemerkt, das ist doch nicht so einfach, wenn du nur in diesem Affenkostüm drin steckst, dann sieht das noch nicht nach Affe aus, sondern sieht aus wie ein Mensch, der in einem Affenkostüm. Und dann sind sie auf mich gekommen, die kannten mich, weil ich so ein Theaterprojekt da gemacht habe und haben gesagt, du hast doch Pantomime studiert, könntest du nicht einen Affen machen? So, und dann habe ich das gemacht. Und das war meine erste Spielzeit, dass ich den Affen da gemacht habe. 2 Jahre lang? Nee, also ich habe dann noch andere Sachen gemacht. Ich bin dann doch aufgestiegen, auch noch, habe noch andere
auch mich zum Deppen noch gemacht da und weiß ich was alles, aber mit dem Affen hat es angefangen. Sehr, sehr schön. Also das habe ich dann nicht rausfinden können oder ich habe nicht lange genug geguckt, also wobei. Ja, ich habe auch nicht alles reingeschrieben in meinen Lebenslauf. Nicht nur da, ich habe mich auch woanders ein bisschen versucht schlau zu machen. Ja gut, vom Affen in die Politik ist jetzt ja nicht so weit. Wann hast du denn erstmalig, oder wann wurdest du, das ist ja immer so eine Sache, dein speziell politisches, kabarettistisches Talent entdeckt? Ja, also das ist ja auch alles so passiert. Ich habe ja auch nie Pantomime studieren wollen. Ich glaube, dass es so gekommen ist, mein Vater ist Bürgermeister in diesem Dorf, in diesem Niedereschach, oder war, muss man besserweise sagen, jetzt, er war 40 Jahre lang Bürgermeister in diesem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Okay. Und jeder kann sich das im Prinzip vorstellen, was das heißt. Ich war im Prinzip der Sohn vom Bürgermeister. Ei, ei, ei. Und immer mein ganzes Leben lang. Ich wurde also schon auf dem Schulweg, es gab bei uns den Dorfdeppen, von dem wurde ich schon rausgezogen, hinten am Schulranzen, und dann erzählte er mir, dann im tiefsten Schwäbisch natürlich, sag deinem Vater, die Straße soll nicht gebaut werden. So, und dann siehst du doch als Elfjähriger, hinten hatte ich jemand am Schulranzen, und so, und dann gehst du nach Hause und sagst, Vater, die Straße soll nicht gebaut werden, der Dorfdepp hat es gesagt, so. Und dann habe ich von dem nochmal wieder eins draufgekriegt, ja. Und dann hieß es aber auch immer, wenn irgendwas passiert ist im Dorf, dann 1. Mai zum Beispiel, das ist bei uns auf dem Land, ist das, da macht man Scheiß, da macht man so Gullideckel auf, damit jemand reinfällt, oder man mauert irgendwas zu oder so, das sind halt so Späße. Da durfte ich nie mit, weil es hieß immer, ja, du weißt ja, wer du bist. Ja. So, und natürlich habe ich mit meinem Vater auch politische Diskussionen gehabt, mein Vater war CDU-Bürgermeister und ich war doch teilweise anderer Auffassung politisch gesehen. Und dann gab das viel Streit und so ist das, bin ich da reingewachsen. Und dann habe ich wahrscheinlich auch gelegentlich Kabarett im Fernsehen, dann Scheibenwischer gesehen. Und das fand ich spannend. Und dann während des Pantomimenstudiums habe ich mich halt daran erinnert, dass ich irgendwie politisch auch mich interessiere. Und so ist das dann gekommen. Und plötzlich gab es politische Nummern im Programm. Und irgendwann wurde diese Pantomime weniger und das Politische mehr. Du sagst da gerade was ganz Wichtiges. Ich bin auch mit dem Scheibenwischer groß geworden. Da habe ich eigentlich auch gelernt, nichts einfach so kritiklos hinzunehmen und vor allen Dingen alles mal zu hinterfragen. Und das ist der ganz große Dieter Hildebrand, der vor gar nicht allzu langer Zeit leider Gottes verstorben ist. Du hast den aber auch mal kennengelernt, glaube ich. Das habe ich irgendwo gelesen. Oder mal zusammen wart auf der Bühne. Genau, ja, wie man sich halt so begegnet. Also jetzt kennenlernen wäre für mich, dass man mal eine Nacht wirklich so richtig durchgesoffen hätte oder so. Es ist schon so, dass man sich halt begegnet ist und auch mal auf der Bühne zusammengestanden mal. Ich habe ihn anmoderiert, ich habe eine Show moderiert, in der er Teil der Show war, und danach haben wir uns natürlich auch unterhalten und so. Aber es war, ist jetzt nicht einer, den ich hätte das mich, glaube ich, auch nicht so richtig getraut, also mit dem in Augenhöhe mich zu unterhalten. Das, also ich hatte die Gelegenheit, ich habe ihn zweimal live gesehen, halt auch in Bochum, und wir hatten wirklich das außerordentliche Glück, mal einfach persönlich zu danken für viele, viele Jahre der politischen Aufklärung, zumindest aus unserer Sicht heraus. Ich pack mal meinen doofen Zettel weg. Ja, da stehen so viele Dinge drauf, aber ich glaube, da schickt man die Leute weg. Es fehlt in diesem Lande jetzt dadurch, dass Dieter Hildebrand weg ist, für meinen Geschmack, eine Leitfigur im Kabarett im Moment, finde ich. Das ist ganz persönliches Empfinden für mich. Du hast einen ganz wichtigen Satz in einem deiner Programme geprägt, nämlich Zorn, der Zorn des kleinen Mannes. Ganz, ganz wichtige Sache. Es geht in diesem Lande total verloren. Es geht total unter. Warum? Was ist dein... Na ja, gut, ich stelle das ja im Programm auch fest. Also das ist natürlich auch das, was die Funktion von Frau Merkel in dem System ist. Natürlich hat sie es geschafft, durch ihre Politik und auch durch ihre Art des Moderierens, geschafft, auch eine gewisse Gleichgültigkeit auch konform zu machen. Ne? Das ist eine konforme Haltung geworden, dass wir eigentlich keinen Ärger wollen, ne? Dass wir das eigentlich nicht wollen. Und das, was ich im Programm feststelle, ist ja, dass eine Demokratie genau dadurch eigentlich lebt, nämlich durch den Streit. Das macht eigentlich eine Demokratie aus, auch im Gegensatz zur Diktatur. Ich sage im Programm auch gerade einen ganz spannenden Satz, den ich auch irgendwo aufgefangen habe, den habe ich gar nicht selber gefunden, dass eine Demokratie immer auch eine starke Opposition braucht, weil sie sonst von der Diktatur nicht zu unterscheiden ist. Mhm. Und ich sage dann, wir haben noch 17% Opposition im Bundestag, so viel ist übrig geblieben. Ja. Und mehr ist nicht da. Und diese Opposition braucht es. Und das, natürlich hat das Kabarett auch eine Funktion, eine Opposition zu sein. Auch
natürlich auf Dinge hinzuweisen, die vielleicht unter den Tisch gekehrt werden. Und Frau Merkel hat das natürlich geschafft. Und das ist natürlich aber auch wieder System gewollt. Die wirklich wichtigen Menschen, da erzähle ich ja auch nichts Neues, sitzen ja nicht in der Politik und die sitzen auch nicht im Kanzleramt, die sitzen in der Industrie und in der Wirtschaft. Und die bestimmen im Prinzip die Leitlinien der Politik. Und für die ist es immer wichtig, dass im Prinzip der Mensch ruhig ist. Ja. Er wird ruhig gestellt. Auch Hartz IV zum Beispiel ist für mich ein Mittel der Ruhigstellung. Es reicht zum Leben und es reicht nicht dazu, dass du letztendlich aufbegehrst und zu einer Revolution neigst. Der Deutsche hat nie zu einer Revolution geneigt. Das haben wir wahrscheinlich auch im Blut oder weiß ich, wo wir das her haben. Die Obrigkeit zur Obrigkeit, ja. Ja, aber zumindest ist das nicht gewollt und es wird aber auch inzwischen ja auch, das ist ja das Spannende, wie das im Denken der Menschen schon drin ist, also wie diese Wutbürger zum Beispiel auch diffamiert wird, ja, als jemand, als wäre das was Schlechtes, ja, als jemand, der ja für seine Rechte eintritt und ich finde da erstmal nichts Schlimmes dran und das verteidige ich auch. Ne. Also ich gewinne immer mehr den Eindruck, wenn ich mal, also uns beide trennt übrigens nur ein paar Monate, ich bin ein paar Monate älter nur als du, in den 80er Jahren, als wir so langsam so von der Pubertät so ins Vorerwachsenenalter geglitten sind, das war noch eine sehr revolutionäre Zeit, fand ich. Riesenaufschrei damals, Volkszählung, ja. Dabei wollten die Leute nur wissen, ob wir die Wohnung heizen und sowas. Im Endeffekt stand ja nicht wirklich was drin. Und heutzutage, es passiert gar nichts mehr. Und dieser Aufschrei, der fehlt, dieser Volkszorn, wie kann man den denn ersticken? Also ist das einfach diese Gleichmacherei auch im Fernsehen oder dieses Sedieren? Das ist ja... Naja, ich glaube, das ist halt auch wieder das, was der Kapitalismus am Ende geschafft hat. Die Leute haben Angst vor dem Verlust des Status quo. Und der Status quo steht über allem. Und es wird uns ja auch erzählt, uns geht es allen gut. Ob das jetzt tatsächlich stimmt, das wird auch nicht hinterfragt. Also, weil wer ist wir alle? Also, es gibt bestimmt eine bestimmte Klientel, die davon profitiert hat, ganz oben sehr viel, dann gibt es in der Mitte einen dicken Bauch, der auch irgendwie gut gestellt ist oder zumindest glaubt, dass er gut gestellt ist. Es ist ja auch so, dass wer hat denn für die Finanzkrise bezahlt? Das ist ja der normale Arbeiter gewesen, ja, der seit Jahren auf Lohn verzichtet. Ja, und das nehmen die Leute ja schon alle hin inzwischen. Ja. Also sie verzichten auf Lohn, wenn es gut geht, heißt es immer, ja, wenn wir jetzt Lohn erhöhen, dann geht es der Wirtschaft wieder schlecht. Und wenn sie schlecht geht, dann sagen sie, ja, jetzt können wir natürlich nicht erhöhen, jetzt geht es uns gerade schlecht. Und das funktioniert ja seit vielen Jahren. Ja. Und dann gibt es aber auch fast ein Drittel der Gesellschaft, wenn du siehst, wie viele Millionen Kinder in Deutschland in Armut leben oder an der Armutsgrenze. Ja. Oder bei der Tafel anstehen müssen mittlerweile, wenn man das mal sieht, das ist irre. Natürlich, natürlich. Und die Tafel ist ja auch wieder nichts anderes. Ja. Die Tafel ist ja nur ein Instrument, im Prinzip Armut zu verwalten. Ja. Sie löst das Problem ja nicht. Ja. Deshalb bin ich auch, das wird viele überraschen, ich bin ein Gegner der Tafel, ja, weil es einerseits natürlich die Not der Menschen lindert, ja, aber gleichzeitig das System festigt. Ja. Weil der Staat hat sich rausgezogen aus der Versorgung und aus der Sorge für ein Drittel der Menschen in dieser Gesellschaft. Mhm. Und er gibt das ab, im Prinzip an erstens Freiwillige, also die das wirklich unentgeltlich teilweise machen, das ist ja hoch anzurechnende Menschen, ne? Ja. Aber sie stärken dadurch natürlich das System und man gibt gleichzeitig der Industrie, also den großen Supermärkten, die Möglichkeit, sich ein Schürzchen der Wohltätigkeit umzuhängen und sie profitieren am Ende ja doppelt davon. Erstens mal können sie es steuerlich absetzen und zweitens mal müssen sie den Müll nicht entsorgen, der sie ja auch tausende Euro pro Woche kostet. Ne? Ja, ist ein Tag drüber schon, wird sie aus der Regale genommen, was es drüber ist, ein Mindesthaltbarkeitsdatum, ist sehr großer Schwachsinn. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Letztendlich dient alles dazu, das System zu festigen und die Menschen nehmen das einfach hin. Genau, deshalb habe ich dir was mitgebracht. Ja, was? Ja, das ist jetzt nicht zum Reinbeißen. Du kannst da reinbeißen, wenn du das lustig findest, aber das mit dem Serienkiller, das hat jetzt nichts zu bedeuten. Das ist die einzige kleine Tasche, die ich habe. Außer das gleitet hier in Dimensionen ab, dann ist das eine kleine... Ich habe ein Geschenk für dich und ich hoffe, dass ich da ein bisschen das Ganze treffe. Ich halte es einmal in die Kamera, weil ich auch für den Autor ganz klein ein bisschen Werbung machen möchte. Das ist befreundeter Bochumer Autor, nämlich von Klaus Merkert. Die Eingeweihten wissen jetzt, warum ich das mache. Das Buch ist für dich. Ich habe dir das übrigens für dich signieren lassen. Das heißt, Schlagt sie tot in den Wäldern. Dankeschön. Das ist ein Buch mit Kurzgeschichten. Aha. Und gerade die Titelgeschichte, Schlagt sie tot in den Wäldern, hat mit der Gier und der Profitgier und genau dem, eigentlich, was du jetzt gerade gesagt hast,
in unserer Gesellschaft zu tun. Große Unternehmen, die kleine ausbeuten und wie das halt mittlerweile in diesem Lande funktioniert. Ich würde mich riesig freuen, wenn sich irgendwann mal per Mail oder per Facebook irgendwie, liest dir die Geschichte mal durch und da würde mich ein Feedback von dir freuen, ob ich da jetzt den Nerv auch getroffen habe. Da sind natürlich noch viele ganz durchgeknallte Storys drin, der Klaus schreibt ganz hervorragend, aber speziell diese Geschichte, da würde mich freuen, oder ich glaube, da treffe ich so den Nerv auch der ganzen Sache. Und apropos schlagt sie tot, ich möchte hier, wenn die Kamera aus ist, kann ich dazu noch mehr sagen. Aber erstmal vor laufender Kamera muss ich mich da ein bisschen zurückhalten. Du warst auch in der Anstalt beim Urban Priol. Und Urban Priol hat immer wieder in seinen Programmen einen Minisatz mal eingeprägt. Was macht die RAF eigentlich so? Die hätten ja genug zu tun. Ich möchte jetzt mal zwei aktuelle Beispiele, das ist völlig austauschbar, auch die Partei und die Person sind jetzt völlig austauschbar, weil es immer wieder das Gleiche ist. Wir haben Ronald Pofalla, der vor irgendwie ein paar Wochen, Monaten gesagt hat, die NSA-Affäre ist beendet. Ja, unvergessen, wie er davor stand, ein paar Tage später, Handy abgehört, die NSA und die spionieren uns doch alle aus. Jetzt als nächsten Schritt winkt ein Vorstandspöstchen irgendwo, wahrscheinlich für mehr Geld, als ich jemals in meinem Leben vielleicht sehen werde. Es passiert nichts. Und warum passiert das jetzt? Ich will hier nicht die RAF und so, es geht hier, das ging jetzt nur um Urban Priol, die wollte ich noch ein bisschen einbauen. Ich muss vorsichtig sein, was ich hier gerade sage. Ja, auch Urban muss, glaube ich, vorsichtig sein, was er so sagt. ja, warum stehen hier die Leute da nicht auf und bewegen ihr mal ihren Arsch? Warum? Du hast es in einem deiner Programme ja mal mit den Demenzkranken verglichen und der Haltestelle. Mhm. Ganz großartiger Vergleich, weil ich diese Doku auch gesehen habe. Ja. Wie schafft man das? Also da kommt einem doch das kalte Kotzen hoch. Ich habe das gerade eben schon gesagt. Also ich glaube, dass es nur darum geht, dass die Leute Angst haben, dass sie was zu verlieren haben. Und ich glaube, das ist eine große Antriebskraft. Die Leute haben vielleicht auch speziell in Deutschland eine große Angst davor, was kommen mag, wenn sich was ändert. Ja, also ich glaube, dass dieses Gefühl, dass sich was ändern müsste und dass die Gesellschaft so, wie sie ist, nicht gerecht ist und dass natürlich auch die Falschen an den Strippen ziehen in dieser Gesellschaft, dass dieses Gefühl latent bei vielen da ist. Ich spüre das ja auch in dem Programm, also auch der Zulauf ist ja enorm inzwischen und wie viel Rückmeldung ich auch bekomme, wo Leute sagen, ja, das ist genau das, was ich seit Jahren denke und endlich wird das ausgesprochen. Ne? Aber ein Großteil der Leute hat Angst, und das sind ja hauptsächlich die was zu verlieren haben, die haben Angst davor, genau diesen Status quo zu verlieren. Und mit dieser Angst wird natürlich auch gespielt, dass natürlich immer gesagt hat, wir müssen die Banken retten. Es fallen Sätze wie oder Schlagworte wie Alternativlosigkeit. Ja? Auch darauf kann ich nur sagen, es gibt in der Demokratie immer Alternativen. Ne? Das ist das Wesen der Demokratie schon immer gewesen, dass es diese Alternativen gibt. Ja? Wenn es die nicht gäbe, dann leben wir nicht in der Demokratie. Dann arbeitet Frau Merkel mit ihren Leuten, von denen sie beraten wird, an einem anderen System, und zwar nicht mehr an der Demokratie, sondern an dieser marktkonformen Demokratie, in der sie arbeitet, die wahrscheinlich von einer Diktatur oder von einer Diktatur des Kapitals kaum zu unterscheiden ist am Ende. Aber die Menschen, wir oder das Volk an sich, die Bürger, das ist eine verfügbare Masse am Ende, die letztendlich mit Angst klein gehalten wird und denen immer wieder gesagt wird, wenn sich was ändert, dann wird es euch wahrscheinlich schlechter gehen. Ne? Und davor haben die Leute Angst. Ne? Und das hilft und das funktioniert. Das funktioniert ja jetzt nicht nur in dieser Zeit, das hat schon immer wieder gut funktioniert. Vor allem in Ländern, in denen der Wohlstand halt hoch ist. Ja? In Ländern, in denen die Menschen nichts zu verlieren haben, passiert genau das, was wir haben. Da gibt es Selbstmordattentäter, da gibt es Leute, die sich, wie in Afrika vor Lampedusa, die sich auf irgendeine kleine, ein Miniboot und dann Tausende von Kilometern übers Meer aufmachen, wo jeder von uns sagt, bin ich bescheuert, weil wir die Wahl haben, das Kreuzfahrtschiff zu nehmen. Und dann sagen wir, dann fahre ich doch lieber auf ein Kreuzfahrtschiff. Ja? Obwohl ich natürlich weiß, dass dieses Kreuzfahrtschiff natürlich ein Unding ist, ja? Ökologisch gesehen, auch symbolisch gesehen, in jeglicher Hinsicht ein Unding ist. Aber dieses Kreuzfahrtschiff ist dann einfach lieber. Hat denn das Kabarett, von dem ich sehr, sehr viel halte, ob es im Fernsehen ist oder auf der Bühne, wobei ich Bühne einfach tausendmal besser finde, weißt du, es ist total schön, so einen Abend hier mitzumachen. Wie viel Einfluss hat denn das Kabarett dann wirklich auf die Menschen? Oder trifft es einfach zu wenig?
Auch das ist schwierig. Also natürlich triffst du im Fernsehen, erreichst du, auch die Anstalt hat an dem Abend eine Einschaltquote von 3 Millionen Menschen, die dazu geguckt haben. Das ist zumindest, wenn man es jetzt auf 80 Millionen vergleicht, nicht eine geringe Menge, sage ich jetzt mal. Ja. Die erreicht man ja. Die Frage ist, wie weit reicht der Einfluss des Kabaretts in dem Moment? Ja? Also und da glaube ich schon, dass Kabarett natürlich auch seine Grenzen hat. Ja? Also ich bin ja auch kein Populist in dem Sinne, dass ich die Leute dazu auffordere, jetzt auf die Straße zu gehen und alles klein zu hauen. Ich auch nicht. Oder womöglich Ronald Pfanner in irgendwelche Wälder hinein zu treiben. Es ist mehr symbolisch hier. Und irgendwelche Überschriften dann auch wirklich benutzen. Letztendlich geht es um Aufklärung, mir geht es darum, den Leuten immer wieder den Mut zu machen, zu hinterfragen und halt auch wirklich nicht alles mit sich zu machen zu lassen. Und natürlich geht es auch um Mut. Es geht darum, ich mit dem, was ich da erzähle, gehe ich ja auch ein Risiko ein. Ich erzähle manchmal Dinge, die vielleicht etwas unangenehm sind, auch für den einen oder anderen. Und es kommt auch immer wieder Protest aus dem Publikum. Auch das musst du ertragen. Dass Leute das zu radikal finden oder zu weitgehend oder nicht ihrer Meinung entsprechen, was ich auch wieder so, viele denken ja immer, sie müssen meiner Meinung sein. Auch das finde ich, muss ich immer wieder ausräumen. Ne? Ich sage, nein, ich bin Kabarettist, ich habe eine Meinung und eine Haltung und die präsentiere ich, aber ich bin doch nicht der Meinung, dass alle meine Meinung haben sollten. Ne? Also ich bin ja selber manchmal nicht mal meiner Meinung. Ja? Selbst das fällt mir schwer. Ja? Okay. Schön. Es kann sein, auch das Recht nehme ich mir raus im Gegensatz zum Politiker. In 14 Tagen genau das Gegenteil von dem zu erzählen, was ich heute erzähle, das Recht nehme ich mir raus. Weil ich vielleicht zu einer Erkenntnis gekommen bin. Ein Politiker kann sich diese Erkenntnis nicht erlauben. Das ist verrückt. Ein Politiker muss irgendwann mal an den Punkt ankommen, wo seine Meinung feststeht. Wir haben es nie erlebt, es gab noch keine einzige Diskussion, weder bei Anne Will noch bei Günther Jauch, in der irgendein Politiker nach der Hälfte der Sendung mal sagt, da haben Sie aber recht, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Das habe ich noch nicht erlebt. Ja. Ich muss meine Meinung revidieren oder ich überdenke mir das nochmal. Nie. Aber das ist für mich Demokratie und das ist für mich auch eine Kommunikation, die funktioniert genauso, indem ich mich hinterfrage, indem ich andere hinterfrage und indem ich dann vielleicht zu neuen Schlüssen komme. Und ob wir zur Revolution aufrufen können, ich habe natürlich auch Angst vor einer Revolution, ganz ehrlich, weil ich auch nicht weiß, wer ist denn der Meinungsführer in Deutschland? Das ist die Bild-Zeitung oder mit die Bild-Zeitung. Und das sind Leute, die halt wieder ganz andere Interessen haben. Also die haben ja keine humanitären Background, die interessieren sich ja nicht für humanitäre Ziele, sondern das sind rein kommerzielle Unternehmen, die interessieren sich, wie kann ich aus einer Situation das Beste für mich rausholen. Und das heißt am Ende immer Profit. Wobei, wenn ich die Überschriften oftmals lese, beim Bäcker liegt das immer sehr schön aus. Ich bin ein ganz großer Fan der alten Zombie-Filme von Romero und auch jetzt Walking Dead. Und ich glaube, dass wenn es Menschen gibt, die hier sowas dann freiwillig manchmal kaufen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich vertrete hier nicht die Meinung von Unart, da glaube ich wirklich, ich bin gut bewaffnet zu Hause, weil einfach der Tag kommen wird. Da kommen die Toten auf die Erde zurück und wir sind nicht mehr weit davon weg, wenn ich mir das angucke. Also der Hirntod scheint so bei manchen schon ganz schön weit zu sein. Ich habe gerade ein Zeichen bekommen, dass gleich langsam die Leute draußen und wir uns jetzt hier das macht nichts. Ich habe nicht eine einzige Frage von dem gestellt, was ich eigentlich vorher erzähle, aber das macht nichts. Das ist ein so schönes Gespräch hier gerade. Du hast noch ein, zwei kurze Dinge, die mich brennend auch noch interessieren. In der Vorweihnachtszeit, da hast du auf deiner Internetseite, nein, auf deiner Facebook-Seite war das, deine DVD, deine als DVD als Weihnachtsgeschenk, nicht über einen ganz großen Internetversandhandel, ohne den jetzt zu nennen, angepriesen. Und du hast den wirklich auch ganz klar boykottiert, aufgrund verschiedenster Dinge, die einfach da schief laufen. Welches Feedback hat das ausgelöst? Nicht das, was man jetzt so öffentlich lesen konnte auf der Seite. Gab es da nochmal irgendwie Mecker oder bist du da nochmal angegangen worden? Wie kannst du das machen? Nö. Also ich glaube, Amazon interessiert das überhaupt nicht. Ach, jetzt habe ich aus Versehen den Namen genannt. Blanker Zufall hier. Ja. Eine der großen Schweinefirmen, die wir in der Welt haben. Und natürlich gab es in dem Moment eine Diskussion und ich habe überlegt, wie kann ich ein Zeichen setzen und ich habe gesagt, okay, ich mache direkt Vertrieb. Das ist für mich ein tierischer Aufwand, weil ich natürlich dann eine eigene E-Mail-Adresse einrichten musste, wo die Leute sich melden konnten und natürlich wusste ich genau, was kommt. Von 100 DVDs, die dann bestellt wurden, kommen 20 natürlich nicht bei denen an, die beschweren sich natürlich bei mir. Ich kann nicht rausfiltern, hat er sie bekommen und denkt, ach guck, ich kann noch eine zweite rausholen. Ja, oder ist tatsächlich irgendwo. Ja, es kam natürlich auch welche zurück, wo die Adresse nicht genau stimmte und weiß ich was. Das ist natürlich alles dieser ganze Ärger, den man eigentlich selber nicht haben will.
Aber ich überentscheide für mich, wie kann ich ein Zeichen setzen. Ich kann es dauerhaft natürlich nicht lösen, das Problem. Habe dann aber zufällig über das einen anderen Anbieter gefunden, ein Lächeln.com heißen die, die auch DVDs und CDs vertreiben und die nicht mit Amazon zusammenarbeiten, sondern die ein eigenes Lager haben und die so, zumindest macht er den Eindruck, auch einigermaßen faire Löhne bezahlen. Ja, das und dann habe ich gedacht, na gut, dann bietet der das jetzt auch an und man kann das auch darüber bestellen. Und auch da kommen die Fragen von Leuten immer wieder, wo kann ich denn das bestellen, wenn ich es nicht bei diesem Anbieter, dessen Namen wir nicht nennen. Nein, das war auch nur also Zufälle, wenn mit lebenden Personen und so, alles ein Zufall. Leider Gottes hängt uns jetzt die Zeit im Nacken, deshalb gucke ich nochmal auf deine Uhr. Ich hätte noch 1000 Fragen an dich und ich hoffe, dass sich irgendwann unsere Wege wieder kreuzen und ich dich dann nochmal dazu bewegen kann. Vielleicht auch nicht, wenn du sagst, ach du Drama, die haben mir da was zusammengebraut. Nee. Ich habe eingekauft die Sachen, die Frau ist für das Rezept dann verantwortlich. Wirst du im Nachgang noch merken. Ich bin gespannt. Eine letzte Frage. Ist es lecker. Also nur um das nebenbei. Also ich kann das nur empfehlen, auch im Ruhrgebiet, nur ein Viertel. Ja, es widerstrebt meinen Diätbemühungen im Moment, aber da scheiße ich doch jetzt gerade was drauf. Die letzte Frage, die ich, wenn ich irgendwie die Gelegenheit habe, jedem Künstler stelle, weil es einfach total interessant ist, finde ich. Wer waren die großen Helden deiner Kindheit? Oh. Doch, das kann ich sagen eigentlich. Da fallen mir sofort zwei Namen ein. Hermann van Veen. Ah. Cool. War ein großer Held meiner Kindheit. Ich kann das auch überhaupt nicht beschreiben. Also heute finde ich das auch doch etwas sehr kitschig teilweise. Aber damals habe ich das rauf und runter gehört, echt. Also Hermann war mein großer Held. Schnell weg da. Ja, weg. Und wie ist das Lied? Warum bin ich so fröhlich? Oder da marschieren glitschnasse Clowns durch die Leute, die den Umzug sehen durch das. Tragen viel bessere Masken, raffiniert und wetterfest. Ja, das war groß, also Hermann van Veen, so. Dann gab es Reinhard May natürlich, war auch ein großer, also ich hatte sehr viele Liedermacher. Ich habe viel deutsche Sachen gehört, komischerweise. Okay. Ja. Auch wenn ich jetzt so weitermache, höre ich sofort noch ganz andere Sachen, die ich da alle gehört habe, rauf und runter. Das hat mich wirklich interessiert, auch Neue Deutsche Welle, jetzt im musikalischen Bereich. Ja. Dann Otto Walkes, klar, also Otto war natürlich der Erste, der das Otto-Buch konnten wir alle rauf und runter. Ja. Also das... Und die erste Live-Show, die dann im Fernsehen kam, da kann ich mich erinnern, auch das da haben wir uns weggeschmissen. Das war großes Kino für uns. Also ohne das zu hinterfragen. Und klar, Kabarett ist, wenn man jung ist, ist das weit weg. Und ich kann das auch heute verstehen. Manchmal kommen Leute zu mir, meist Lehrer, die dann ihre Kinder mit 13, 14 ans Kabarett heranführen wollen. Und die dann, das ist auch neulich so ein Mädchen, das war vielleicht 11 und dann kam ich dann nachher ins Publikum und es war hell schon und dann sah ich sie da sitzen und fragte sie dann vor, das Mikro war noch an und ich fragte, ach guck mal, wir hatten ja jemand ganz Junges hier und ich fragte, wie war es denn für dich, war es gut oder ging es so? Und sie, es ging so. Und ich habe das, und die Leute haben sie natürlich weggeschmissen, aber das war auch so, habe ich voll Verständnis, mich hätte das mit 11 oder 12, haben mich ganz andere Dinge interessiert, ja, als politisches Kabarett. Schön. Ja Mensch, leider rennt uns hier die Zeit davon. Ja. Das nutzt alles nichts. Das heißt, wir müssen uns jetzt leider voneinander verabschieden erstmal. Aber ich freue mich riesig auf den Abend heute. Und wobei ganz kurz, wie bist du auf den Titel gekommen mit Alles ist nie genug? Hört mir gerade mal so ein. Titelsuche ist eigentlich das Schlimmste von allem, weil du musst den Titel relativ früh festlegen. Ich erzähle das auch im Programm, dass ich den eigentlich, bevor ich überhaupt das Programm habe, habe ich den Titel. Ja? Weil die Veranstalter wollen oft schon den Titel haben, damit nicht im Programm wird, steht neues Programm zum Beispiel. Das steht dann oft drin, wenn jemand sich noch den Titel nicht hat, dann wollen sie schon mal wenigstens den Titel drin haben. Ja? Und dann überlegst du den. Und dadurch, dass mein Programm ja auch, ich sag mal von der Thematik her, ich bin ja nicht thematisch festgelegt. Ja? Also bei mir hat auch manchmal ein Thema gerade eine große Relevanz, dann ist der Abend auch diesem Thema vielleicht in irgendeiner Form gewidmet. Aber das kann sein, dass dieses Thema natürlich in 14 Tagen schon nicht mehr so eine Relevanz hat und dann muss ich mir was Neues suchen. Ja? Das heißt, der Abend ist auf Band von der Bandbreite her, von der thematischen Bandbreite selber. Deshalb darf der Titel natürlich jetzt auch irgendwie nicht die Leute in irgendeine Richtung lenken, wo sie denken, ja, heute Abend geht es aber um das und das. Ja? Und Alles ist nie genug war dann für mich natürlich schon ein Sinnbild auch für den Gier. Also ich wusste, dass Gier auch ein großes Thema dieses Abends sein wird. Auch diese Möglichkeit zu haben, dass man irgendwann mal auch wieder eine Gedankenwelt hat, dass es auch genug ist. Ja? Und das war mir wichtig und dass das irgendwie drin ist. Und dann kam halt dieser Titel raus. Ja? Der hat sich dann irgendwie angeboten. Okay. Und dann, so ist es dann.
Halleluja. Schick, schick, schick. Das mit dem Halleluja beenden wir das jetzt auch. Weil ich glaube, wir verquatschen uns gleich und ich höre schon da so ein bisschen im Hintergrund, dass wir wirklich langsam wieder zu Potte kommen müssen. Sonst kriege ich wahrscheinlich noch Mecker hier. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe euch hier jemanden vorgestellt, von dem ich ganz, ganz viel halte, wo ich auch noch fest von ausgehe, dass wenn ich mal, oder sollte ich mal das Rentenalter erreichen, du hoffentlich dann auch noch auf den Bühnen zu sehen sein wirst. Ich werde dich dann nochmal in 20 Jahren, ich brauche ein bisschen länger, scheiße, mit der Rente, das dauert dann noch ein bisschen was, dann werden wir uns auch nochmal treffen zu Rentenzeiten. Und ja, das soll ich sagen, recht herzlichen Dank. Die Nonnenfürzle packen wir ein für gleich. Dankeschön. Das war's von meiner Seite aus. Was schick, hast du noch ein letztes Statement? Ja, macht es gut, Leute. Ne? Und lasst euch nicht alles bieten. Nee, bei weitem nicht. Bis dann. Tschö.